Hilfe, hören. Wo sind wir? Aufwachen, aufstehen. Lass mich doch, du holdes Bild. Was war das eben? Am Ende waren wir richtig verzaubert. In dieser merkwürdigen Gegend muss man schon auf alles gefasst sein. Dann hat die Qual des Suchens ein Ende. Das ist mir eine schöne Zauberei, die einem so mir nix, dir nix um schöne Leben bringt. Hab keine Sorge. Ich bin dein Freund, Herr Hyon von Bordeaux. Du kennst mich? Freilich. Wir wissen auch, dass du hier die Frau suchst, die von Anbeginn für dich bestimmt ist. Weil du sie im ganzen Frankenland nicht gefunden hast, bist du über das Meer gekommen. Ich würde über alle Meere der Welt fahren. Das wirst du auch noch tun müssen. Aber schon mit ihr, nach der du dich sehnst. Wer kann so etwas versprechen? Ich bin Oberon, der König der Elfen. Nicht so schöne Worte und gute Ratschläge. Davon kann man nicht fett werden. Was willst du sonst von uns? Das ist für mich kein Ratschlag, der mir nicht rät, wo wir zuschlagen müssen. Das sag uns, lieber Herr. Dann holen wir uns schon die Braut und alles, was dazugehört. Du wirst zufrieden sein, lustiger Bursch. Nimm dieses Horn, Hyon von Bordeaux. Bläst du leise hinein, Hyon, wird dir sogleich ein Zauber aus der Ferne helfen. Bläst du mit ganzem Atem, dann rufst du Oberon selbst. Oh, das verstehe ich. Nur der findet ganz die Liebe, der sich ihr ganz hingibt. Was soll ich denn mit dem Becher da? Trink daraus, wenn du in Bedrängnis bist. Oh, da bin ich immer in Bedrängnis. Das ist ja großartig. Da wird man sofort dreimal so couragiert. Komm, trink mit mir, fescher Geist. Vorwärts, Cherasmin. Worauf wartest du noch? Oder willst du jetzt nicht mehr, weil es ernst wird? Von mir aus bis ans Ende der Welt, Herr Hyon. Wenn man so ausgerüstet wird, da riskiere ich jeden Krieg.